Hallöchen zusammen, ich begrüße euch zur zweiten Folge von Die Siedler 2 Neue Generation. Und wir sind hier wieder ganz entspannt dabei. Haben ja letzte Folge schön angefangen, hier unsere ersten Gebäude zu bauen, unsere erste Mission zu starten und hier so ein bisschen auszubreiten. Und das möchte ich natürlich noch ein bisschen fortführen, ist ja logisch. Wir kriegen ja jetzt so nach und nach so ein paar Rohstoffe hier rein und ich möchte natürlich auch weiterhin hier noch das alles bauen, nutzen und mich hier einfach so ein bisschen eingewöhnen und euch so ein bisschen eingewöhnen. Dafür können wir hier noch eine weitere Fischerhütte bauen. Fischerhütten sind ganz schön, denn die geben relativ schnell Rohstoffe und zwar Fische, erstaunlicherweise. Die brauchen wir eigentlich nicht wirklich. Doch eigentlich brauchen wir die schon. Also, weil hier ist es nämlich tatsächlich so, jedes Gebäude kann jeden Rohstoff etwa gleich gebrauchen. Ich meine, es gibt tatsächlich hier keinen Unterschied, dass irgendwer besonders gerne Brot isst, dass irgendjemand besonders gerne Fisch isst oder Fleisch. Ich glaube, das ist den Leuten hier im Bergwerk wirklich völlig Wumpe. Und von daher ist es eigentlich echt so ziemlich egal, was man da so reinknallt. Der Vorteil ist halt, wenn man alles, also jeden Rohstoff hat. Guck mal hier, ne? Der Förster hat hier komplett zugepflastert. Da hat der Bauernhof überhaupt keine Chance, da irgendwas zu machen. Sehr geil. So, warte mal. Hier, was wir hier vielleicht noch machen können. Nee, das wird schwierig. Obwohl doch klar, ich reiß das hier ab und dann machen wir das so. Ist doch logisch. Viel einfacher hier. So. Ich weiß nicht warum, aber machen wir so. Ist schöner. So, hier ist ein Gebäude errichtet und zwar das Granitbergwerk. Und hier drüben gibt es noch ein bisschen Eisen. Sehr schön. Dann bauen wir hier auch noch ein Eisenbergwerk hin. Habe ich ja gerade erst so gesehen. Oh Gott, das ist ja ein ganz schön langer Weg. So, das Problem ist jetzt, müssen wir nämlich gucken, wir haben hier Eisen und da, also hier Kohle und hier haben wir Eisen. Und ganz geschickt wäre natürlich, das irgendwie einzuschmelzen, irgendwie auch was Tolles draus zu schmieden. Die Frage ist nur, wo macht man das dann am geschicktesten? Und das sollte natürlich irgendwo in der Nähe sein von dem Hauptgebäude. Und da würde ich jetzt einfach mal sagen, gehen wir einfach mal hier hin, bauen wir hier eine Schmiede, was wir nicht brauchen werden, aber einfach so just for fun. So, und dann können wir irgendwo hier hinten auch noch meinetwegen eine Schlosserei hinknallen, die jetzt nicht unbedingt so versorgt werden muss. Zum Beispiel hier bauen wir hier eine Schlosserei hin. Da können wir dann Werkzeuge herstellen, jede Menge, verschiedene. Und zack, machen wir so. Und hier auch nochmal einen Steinbruch. Jo, Werkzeuge brauchen wir halt, wenn wir irgendwie nicht mehr weiterkommen, dann können wir da halt ordentlich neue Werkzeuge produzieren, um unsere Arbeiter damit zu versorgen und dann zum Beispiel mit weiteren Angeln oder so. So, hier sehen wir jetzt, Bretter gehen uns langsam ein bisschen aus. Die zwei Sägewerke sind ganz gut dabei und wir haben tatsächlich noch zwei Sägen. Das heißt, wir hatten tatsächlich Sägewerke von Tatsache, guck mal, wir haben sogar noch zwei Schreiner direkt da drin. Die können dann also direkt noch aus, direkt noch loslegen. Das heißt, ich könnte theoretisch noch mehr Sägewerke bauen. Könnte ich eigentlich mir mal gönnen. Weil, das alles noch nicht so geil aussieht und vor allem haben wir auch noch nicht so viel Holz. Das heißt, ich könnte auch noch einen weiteren Holzfäller bauen. Zum Beispiel hier. So. Dann könnte ich natürlich auch noch dazu ein weiteres Forsthaus bauen. Wenn ich will. Mal gucken. Ich baue noch hier einen Holzfäller und dann baue ich noch hier einen Förster und dann ist gut. Dann sollten die das eigentlich vernünftig hinkriegen. So, haben wir hier schön den ganzen Platz voll gekleistert, dann kommt ja überhaupt keiner mehr hin. Das ist doch schön. Hier die Karte mache ich einfach mal an. Die können wir ja anlassen, das ist ja nicht so dramatisch. So, hier kommen jetzt nach und nach irgendwelche Leutchen hin. Wir können jetzt auch uns mal hier gönnen, die Spielgeschwindigkeit zu verdreifachen. Mache ich eigentlich nicht so gerne, weil ich habe es lieber einfach so den Zug zu gucken, aber hier für die Mission jetzt mal, dann seht ihr so klack, 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 wie der hier rumhämmert. Das mal wieder aus hier, die Gebäude sind nicht so schön. So, dann ist der Baumeister halt fertig, der geht dann wieder nach Hause. Ah, hier ist gerade ein Planet, den Förster gerade unterwegs.
Und ja, der geht jetzt einfach wieder da ins Wohnheim, sage ich mal, ins Hauptquartier. Und der Fischer ist jetzt da und legt jetzt auch direkt los, seine Fische zu fangen. So, das ist schön. Hier können wir uns immer noch umgucken. Sieht man den Horizont so ein bisschen. Hui. So, Gebäude errichtet, Baracke. Ich stelle mal wieder auf normal, dass wir hier so ein bisschen gucken, was wir hier noch so machen können. Hier ist auf jeden Fall noch sehr entspannt. Wir haben viel Platz zu bauen. Wir kommen überall ran. Wir kommen überall hin. Da machen wir das mal so. Zack, zack. Machen wir mal so. So, wunderbar. Und theoretisch können wir dann hier hinten irgendwo noch eine Schweinefarm oder sowas reinbauen. Ach, können wir noch gar nicht bauen. Okay, gut, dann sowieso egal. Dann können wir was anderes hier bauen. Also hier haben wir jetzt die Wahl, was wir da reinbauen wollen. Machen wir mal ein Jagdhaus hier hinten, oder? Ist eigentlich gemein, ne, die armen Tiere. Aber komm, ein bisschen Fleisch produzieren ist vielleicht auch nicht so verkehrt. Was sich auch irgendwann lohnt, wenn die Siedlung größer wird. Ach, hier sehen wir überhaupt mal einen Soldaten rumlungern hier. Sieht cool aus, ne? Läuft ein bisschen ulkig, weiß nicht. Ja, irgendwie ein bisschen irgendwie Muskelverdrehung oder so. Ich weiß nicht, laufen alle so ein bisschen komisch hier. Weiß nicht, haben irgendwie so einen kleinen Wackel. Haben alle so einen Wackeldackel gefressen irgendwie. Weiß nicht, was das soll. So, hier können wir weitermachen. Zack, zack. Dann hier auch nochmal ein, zwei Geologen raussenden. Ich kann hier auch mal einen Erkunder aussenden. Der läuft dann hier rum und guckt sich so an, was es so hier alles gibt. Ja, das ist doch schön, oder? Hier sehen wir die Meldungen, die ganzen Meldungen. Können wir auch ausschalten, aber lasse ich mal an. Ist immer ganz schön, weil dann sieht man hier, gut, was hier fertig wird. Verschiedene Meldungen anzeigen, die brauche ich eigentlich nicht mehr. Aber na komm, haben wir mal. Ich kann den Ton auch ausmachen irgendwann. Falls der euch zu sehr nervt, sagt mir das bitte, dann mache ich den Ton halt aus. So, hier haben wir Granit, sehr gut. Braucht man eigentlich am Anfang logischerweise auch nicht. So, und hier haben wir jetzt den Erkunder. Der lungert jetzt hier, der läuft jetzt hier so ein bisschen durch die Gegend, guckt sich das ganze Gebiet an. Denkt so, aha, sieht aber toll aus hier. Mhm. Der kommt auch vom Fähnlein-Fieselschweif übrigens, deswegen hat er auch so eine tolle Mütze. Und ja, wir müssen jetzt gucken, wie wir jetzt zu diesem Tor da irgendwie hinkommen. Da ist dann die Mission abgeschlossen und wir werden auf die nächste Insel gebeamt. Und das heißt, es ist quasi das hier so eine kleine Tutorial-Version, wo man sich einfach so ein bisschen warm spielen kann. Hier sehen wir auch schon wieder das nächste. Der Weg wird ziemlich oft benutzt hier. Dadurch sind der jetzt schon, ist das kein einfacher Weg mehr, sondern sogar schon mit Pflastersteinen zugepflastert. Und ist eigentlich auch schon krass hier, ne? Dieses Sägewerk wieder so also fett, das ist schon viel zu, also fürs alte Rom und so, ist das schon sehr technologisiert hier. Das, ich weiß nicht, ob das damals schon so aussah hier. Ich weiß nicht, ob das alles schon so aussah. Naja, wie auch immer, jedenfalls der Weg hier wird so oft benutzt und dann kommt da halt tatsächlich dann ein weiteres Mitglied, nämlich ein Esel. Und der Esel, der läuft dann auch zusätzlich zu dem Träger auf solchen Wegen noch rum. Und ja, dann amüsieren die sich da einfach. Ja, wir können jetzt hier so weiterlaufen lassen. Im Moment müssen wir uns auch nicht wirklich um irgendwas Gedanken machen. So, wir haben jetzt hier eine Schlosserei. Das ist cool. Da würde ich aber mal sagen, die soll aufhören, weil ich brauche im Moment keine Werkzeuge. Lassen wir uns nämlich lieber hier mal die Schmiede und die Eisenschmelze angucken. Da kommen dann halt Eisen und Kohle rein. Wird dann halt ein Eisenbarren hergestellt. Der kommt dann hier rein. Und da werden dann Waffen produziert. Es gibt zwei Waffen. Nämlich Schwert und Schild. Speer gilt tatsächlich nicht als Waffe. Nein, Speer gilt tatsächlich als Werkzeug. Denn der Speer wird für den Jäger benutzt. Und für den Erkunder. Und das sind logischerweise keine Krieger, sondern halt irgendwelche Arbeiter. Jo, so sieht das aus. Hier wurde was besetzt, ein Militärgebäude, das hier nehme ich die Baracke. Okay, bauen wir hier noch eine weitere. Und ja, somit ist das also keine Waffe. So, Schwert und Schild brauchen wir, um neue Leute auszubilden. Das geht aber auch nicht ganz so einfach, denn dazu braucht man zusätzlich Bier.
Fragt mich nicht, warum man Bier braucht, aber gut. Müssen ein bisschen was trinken, ja. Ja, also man braucht halt auch noch zusätzlich Bier. Und Bier braut man logischerweise in der Brauerei. Ich kann ja mal eine Brauerei bauen, dann können wir hier einfach ein paar Soldaten rekrutieren, so nach und nach. Brauerei. Dann Münzprägerei, ganz wichtig. Also Brauerei kann ich nicht mal bauen. Das ist doof. Super. Das heißt, dann kann ich auch in dieser Mission überhaupt keine Soldaten rekrutieren, weil ich keine Brauerei bauen kann. Das ist doof. Schade, hätte ich gern gezeigt. Man kann auch einen Spähturm bauen. Damit kann man auch ein relativ großes Gebiet einsehen. Zum Beispiel halt über so einen Fluss rüber, weil da kann der Späher halt nicht rüber gucken. Und dafür ist das dann ganz geschickt. Aber ansonsten, ja, braucht man das jetzt auch nicht so wirklich. Also so ein Spähturm ist eigentlich relativ witzlos. Den kann ich auch mal bauen hier. Baue ich mal hier einen Spähturm hier hin oder so. Ist relativ witzlos. Man braucht halt einen Späher, um den zu besetzen. Und so viele hat man davon eigentlich nicht. Hm. Ein bisschen kacke. Und ich meine, ansonsten, wenn man genügend Zeit hat, dann kann man auch einfach mit den Speeren so rumlaufen. Und meistens geht das auch schneller, als zu warten, bis dann das Gebäude da mal fertig gebaut ist. Ihr seht ja, wie lange das hier dauert mit der Baracke. Vor allem halt, je länger die Wege sind, desto länger brauchen auch die Rohstoffe, bis sie dann mal da angekommen sind. Und deswegen hilft es dann auch irgendwann einfach ein Lagerhaus zu bauen und dann hier nochmal kleine Produktionsstätte mit Sägewerk und allem drum und dran. Im Lagerhaus, das ist halt wie das Hauptquartier, werden auch alle Rohstoffe gelagert und so und gedönst und von daher ganz gemütlich. So, wir sind auf dem Weg. Wir sind bald, achso, wir bauen uns hier schön im Kreis. Das ist natürlich sehr lustig. Gut. Nehmen wir hier mehr Land ein. Ist doch auch was. So, dann können wir hier nämlich einmal bald quer rüberlaufen. Da kommt der Gute. Ich baue nochmal ein Granitbergwerk hier. Dann können die hier schön Steine produzieren. Und es gibt übrigens auch keine Kapazität des Lagerhauses. Also keine Maximalkapazität. Das heißt... Nach einigen Tagen fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Oh. Die Insel, auf der wir gestrandet waren... befand sich unweit unseres Heimatortes. Aha. Diesen Ort mieden wir Römer sonst aufgrund seiner Ungastlichkeit und der katastrophalen Wetterbedingungen. Aber irgendetwas war hier anders. Während in Rom die Unwetter wüteten, entfaltete sich dieser kleine Ort zu einer Oase, in der man recht gutes Auskommen hatte. Ja, das stimmt. Hat man echt gutes Auskommen hier, ne? Muss man schon sagen. Das ist schon ganz schick hier. Gut, weiß ich nicht, warum jetzt gerade da diese Zwischensequenz hier kommt. Aber nehmen wir mal so mit, ne? Nehmen wir mal so hin. So, den Platz lasse ich mir hier auch nochmal, damit wir hier auch nochmal mit dem Geologen gucken können. So, ja, also weil wir jetzt hier gerade an diesem Gebirgspass sind, hat er wohl festgestellt, dass wir hier ganz relaxed in einer super schönen kleinen Oase sind. Das ist doch nett. Oder? So, wir lassen hier mal weiterlaufen. Ich werde auch, also keine Angst, in den nächsten Missionen lasse ich die Geschwindigkeit nicht immer auf dreifache Geschwindigkeit laufen. Ich finde das eigentlich sowieso unschön, aber jetzt hier passiert nicht so viel. Jetzt können wir hier mal gucken. Bing! Also ihr seht, das Gebiet, was er aufdeckt, ist schon relativ geil. Allerdings verschwindet auch Gebiet nicht. Das heißt, sobald man das einmal nicht mehr sieht, dann... Also sobald das Ding wieder abgerissen ist, sieht man das Gebiet trotzdem noch. Ist ganz cool, halt vor allem, wenn man halt auf eine andere Seite von einem Fluss gucken will. Das heißt, wenn ich hier den haben würde oder so. Oder auf eine andere Seite vom Meer. Dafür ist er wirklich hilfreich. Oder halt auch relativ weit ins Landesinnere von einem Feind zu gucken. Aber ansonsten auf weiter Flur. Naja, es geht so, ne? So, hier gibt es anscheinend auch nur Granit. Es ist alles ein bisschen lächerlich. So. Wir können ja hier mal zack einen Weg rüberbauen. Dann können wir mal gucken, welcher Weg den mehr gefällt in unseren Siedlern. Wo die lieber lang gehen wollen. Und ja, schauen wir einfach mal. Warten wir mal ab. Wo sie jetzt alle lang laufen. Jetzt laufen sie bald wahrscheinlich im Kreis. Dann geht die Hälfte der Bretter unten lang, die andere Hälfte oben.
Und hier mal einen schönen Sumpf. Mach mal hier die Geschwindigkeit langsamer. Sieht auch ein bisschen schöner aus hier. Sind mit viel Liebe und Detail gemacht, die Gebäude, wie halt bei allen Siedlerspielen auch zu erwarten. Es sieht halt hier echt so ein bisschen, also es ist so ein bisschen mehr Comic, ne? Es ist mehr Comic als Siedler und vor allem auch diese 3D-Grafik halt so. Aber na gut. Ist halt so ein bisschen mehr geckiger gemacht, hier auch wie die alle mit dem Arsch wackeln beim Laufen oder halt allgemein sich irgendwie Schulter ausrechnen. Hier, guck dir den an hier. Der wackelt mit den Schultern, als gäbe es keinen Morgen mehr und macht da immer schön seine Übungen. Ne? Der hier auch so. Ja. Sind halt alle so Power-Typen. Alles so Kraftprotze hier. Jo, Steinbruch wurde gebaut und hier, guck mal, hier sehen wir schon keine Rohstoffe mehr gefunden. Der Steinbruch, der ist jetzt schon am Ende, weil hier nichts mehr ist. Das heißt, den können wir jetzt auch gewissenhaft abreißen. Das ist auch sehr schön. Beim alten Siedler 2 ging das Ding dann einfach in Flammen auf. Und hier gibt es tatsächlich sogar die Hälfte der bezahlten Rohstoffe wieder zurück. Das heißt, ein Brett kriegen wir jetzt wieder. Gebäude kostet ein Brett. Wir sehen auch immer, wenn wir hier rauf gucken, also jetzt ist es schon fertig, hier gibt es irgendein unfertiges Haus, also hier. Hier sehen wir, da werden zwei Bretter benötigt, ist also noch keins da. Bauen wir gerade noch was anderes? Nö, wir bauen gar nichts, ne? Wir sind echt ziemlich langweilig hier. Wir sind echt ziemlich langweilig. Kann ja wohl nicht wahr sein. Muss ich mal was tun hier, ich lass mal wieder schneller laufen. Dann schaffen wir vielleicht heute diese Mission noch, weil ich will jetzt nicht dann heute, ich will ja nicht jetzt beim nächsten Mal noch so 2 Minuten diese Mission spielen und danach dann das nächste anfangen. So sagen, ja, hey, hier, hallo, willkommen, wir betreten heute das Tor und ja, so ist das halt, schön. So, hier nochmal ein paar Flaggen unterwegs bauen, kann ich eigentlich auch lassen, wie gesagt, aber ist egal, stört ja keinen. So, hier kann ich überall draufklicken, dann sehen wir, dass wir das erledigt haben. Ist auch ganz cool gemacht, weil wir springen halt dann tatsächlich immer direkt zum Ort des Geschehens. Und gerade bei diesem Siedler kann das wirklich hilfreich sein, weil man ziemlich schnell die Übersicht verlieren kann, was man wohin gebaut hat. Vor allem bei diesen ganzen Produktionsketten und wenn die Gebäude alle so ähnlich aussehen, ist es nicht ganz so einfach. Hier sehen wir, die Mühle arbeitet fröhlich vor sich hin. Bäckerei auch. Haben wir halt hier im Wasser. Theoretisch müsste man Wasser suchen. Aber, also, weil es halt, es gibt nicht in jedem Gebiet Wasser. Zum Beispiel hier auf diesem Felsigen, da ist meistens kein Wasser. Aber weiß nicht, ich hatte bislang immer Glück mit dem Brunnen. Ich habe den einfach mal so gebaut. Also, weil so eine goldene Regel ist halt auch, sobald man Wiese hat, ist Wasser da. Logisch. Und wenn dann hier so eine große karge Landschaft hat, dann, ja, dann baut man halt irgendwo in der Nähe von so einer Wiese und nicht direkt auf dem Fels. Das ist eigentlich ja schon, ja, der gesunde Menschenverstand sagt einem ja eigentlich schon, dass das logisch wäre, ne? So, was gibt's hier Tolles? Ach so, genau, das war die Geschichte hier mit Warentransport, kann man auch einstellen, was wie wo geliefert werden soll. Oder was Priorität hat, Goldmünzen und Waffen haben meistens Priorität. Und Baumaterialien sind standardmäßig ziemlich weit hinten eingelagert. Was ziemlich blöd werden kann, wenn man irgendwann ganz viel Kohle produziert. Oder auch Eisen. Und man irgendwelche neuen Gebäude bauen will, aber hier die ganze Zeit, oder Bierproduktion ist auch so ein Ding. Aber die ganze Zeit nur die Sachen hier auf den Wegen transportiert werden. Das heißt, wenn ein Brett an der Fahne liegt, das kommt erst weg. Es wird erst transportiert, wenn alle von diesen Rohstoffen davor weg sind von der Fahne. Was teilweise ziemlich nervig sein kann, weil gerade hier bei den Minen, wenn man hier eine neue, also irgendwo ein Brett transportieren muss. Gut, aus der Richtung, jetzt ist gerade ein schlechtes Beispiel, weil hier ist ja kein, ne? Aber, dann werden hier halt ständig neue Rohstoffe raus, also kommt ständig neue Kohle da raus. Und das Brett bleibt da liegen bis zum geht nicht mehr. Das heißt, was, gerade wenn man irgendwo Gebäude baut, muss man echt gucken, dass man vielleicht die Bretter dann auch mal nach oben stellt. Für einen späteren Spielverlauf ist es allerdings sehr sinnvoll auch, also es hat halt so Vor- und Nachteile, es kommt halt echt auf die Region an, was man oder was man gerade machen will, weil wenn man die Bretter halt ganz oben hat, ist das Problem. Oder auch bei Steinen. Steinbruch arbeitet unermüdlich, Sägewerk arbeitet auch unermüdlich.
dann hat man das Problem, da wird irgendwann gar nichts mehr transportiert, außer Bretter oder Steine, weil die halt standardmäßig ordentlich abgebaut werden. So, Gebäude errichtet, dann können wir hier alles mal, keine Rohstoffe gefunden. Steinbruch, sehr geil. Können wir also auch abreißen. Dann heißt, der kommt jetzt hier raus, läuft jetzt auch gemütlich den Weg wieder zurück, bis er irgendwann mal nach Hause kommt, mit seinen Tippelschritten hier. Das Brett wird auch schon zurücktransportiert. Also haben wir hier schön aufgeräumt. Ne? Wir sehen auch hier unten dann immer direkt, was da drin ist. 141 Steine haben wir schon. Das ist ordentlich. Ist schon mal eine gute Menge. Und Steine sind ja tatsächlich so ein Rohstoff, die echt gefährlich sind. Ah ja, genau. Und hier kann man im Hauptquartier auch noch einstellen, welche Einheit man haben will. Also man kann halt einstellen, wie viele Soldaten halt drin bleiben sollen. Wir sehen, die verschwinden gerade. Das ist sozusagen die verfügbar sind, um Gebäude zu besetzen. Und hier kann man einstellen, wie viele dann noch auf jeden Fall im Hauptquartier bleiben sollen, um das Ganze zu bewachen, weil das Hauptgebäude selber auch eine Militäranlage ist. Und wenn man irgendwann später ganz viel Bock hat, kann man hier einfach alle auf 15 stellen und dann hat man hier komplett voll besetzt alles. Und dann hat man allerdings auch selten noch genügend Einheiten, um irgendwie Gebäude zu besetzen. Das ist nämlich tatsächlich so ein Problem. Also Einheiten, gerade auf großen Karten, Einheiten an die Front zu kriegen, ist wirklich, wirklich heftig. So, wir überziehen jetzt ein bisschen, merkt ihr gerade, ne? Aber ich habe auch echt keinen Bock, jetzt noch hier im nächsten Mal 2 Minuten irgendwie zu warten und das Ding hier so. So, ihr seht jetzt hier, ne? Das Brett wird jetzt hier ruckizucki hin und her transportiert. Das geht jetzt ruckizucki, zack, 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 zack. Und während er baut, ist das Brett jetzt schon perfekt da und dann kann er direkt die nächsten 50% noch oben drauf knallen. Ist doch schön. So, ansonsten, was haben wir hier? Gebäude errichtet, Baracke. Gebäude besetzt, Baracke. Okay. Der Steinbruch arbeitet. Sehr gut. Die arbeiten hier auch fröhlich und jetzt kommt hier der lustige kleine Soldat. Kann man den nicht irgendwie verfolgen? Warte mal. Man konnte nämlich früher... Ne, es geht hier wohl nicht. Schade, wieso geht das nicht? Bei dem alten konnte man nämlich, also bei der zweite Aufbruch. Ach so, nee, Dankeschön, habe ich schon gehört. Da konnte man immer die Leute verfolgen. Das war ganz schön. Da konnte man immer draufklicken und sagen, hier diesen Siedler bitte im Auge behalten. Einfach mal verfolgen. War ganz lustig manchmal. Man konnte damit auch Tiere verfolgen. Ich weiß nicht warum, aber war ganz witzig. Achso, genau, apropos Tiere. Hier unser Jäger, der ist hier irgendwo unterwegs, aber hat wahrscheinlich schon alles abgeschlachtet, was hier rumläuft. Solange er in der Nähe vom Wald ist, ist alles gut. Denn beim Wald wird auch, da kommen auch die Tiere alle wieder drauf. So, dann machen wir jetzt mal hier auf normal und gucken uns an, wie das Tor in unseren Bereich kommt. Tada! So. Und nu? Haben wir jetzt gewonnen? Oder was? Oder was los? Der zweite Aufbruch. Ja. Seltsam. Alles. Erreichen Sie das Portal. Haben wir doch. Oh, alles gut. Brauche ich hier noch ein Gebäude? Oder hier einen Weg vielleicht? Kann das sein? Keine Ahnung. Ich bin noch am Portal. Ich bin noch am Portal. Leute, was denn los da? Ist doch perfekt. Mission gewonnen. Na, ich wollte schon sagen. Auf der Suche nach mehr fruchtbarem Land stießen unsere Kundschafter auf 2 mysteriöse Tore mit einer Inschrift aus koptischen Schriftzeichen. Wie hätten wir uns die Blöße geben können, unverrichteter Dinge zu unseren hoffenden Landsleuten heimzukehren? Tja, das weiß ich auch nicht. So traten wir also durch eines der Tore und begannen eine Reise, die uns weiter wegbrachte, als wir uns je vorstellen konnten. Ja, so sieht es aus. Tja, und damit beenden wir dann auch die Karte und die Folge und können beim nächsten Mal auf der zweiten Map starten. Das wird dann schon lustig, also ihr könnt euch sicher sein, die Schwierigkeit steigt exponentiell an. Es wird nicht leicht und die 2 und die 3, die gehen noch, aber dann wird schon langsam richtig happig. Hat tatsächlich in sich das Spiel, ist echt nicht so simpel, aber wir kriegen das schon irgendwie hin.
Und ich hoffe, wie gesagt, es hat euch gefallen heute auch wieder. Beim nächsten Mal gucken wir uns mal an, was wir dann so Schönes machen in der zweiten Mission. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis dann.